Prost! Servus, der Hirsch ist wieder vom Hofbräu aus Traunstein. Wir gehen heute in die nächste Runde von der Braumeister verzapft. Ich bin jetzt gerade im Seiler Keller Biergarten mitten in Traunstein, ein wunderschöner Biergarten. Ja, und genau hier im Seiler Keller könnt ihr ab jetzt unser Original Holzfassbier mit nach Hause nehmen. Ihr könnt es kaufen, mit nach Hause nehmen. Und eben wie man dieses Holzfassbier handhabt, das Holzfass handhabt, das zeige ich euch gleich. Ja, Bayern und Bier gehört ja unzertrennlich zusammen und bayerisches Bier gehört natürlich auch zusammen mit dem Holzfass. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte war das Gebinde für unser Bier. Ja, und da haben wir schon unser Prachtstück, ein wunderbares 10er Holzfassel vom Hofbräu aus Traunstein mit einem ganz frischen, heller Bier. Ja, wenn ihr es euch hier kauft, ist natürlich auch ganz wichtig, dass ihr es dann sofort heimbringt und in die Kühlung reintut. Die Haltbarkeit bei einem Holzfassbier ist begrenzt. Soll man frisch trinken und ja, wenn es zuvor kühl gelagert ist, ist danach natürlich auch umso besser. Ja, dann kommen wir schon zur Ausstattung von unserem Holzfass. Wenn man das hier anschaut, das große Loch hier in der Mitte, das ist das Spundloch. Das brauchen wir in der Brauerei zum Befüllen der Holzfässer. Beim Anzapfen braucht ihr das nicht. Wichtig sind für euch die zwei Öffnungen. Hier ist das Anzapfloch und oben haben wir unseren kleinen Schrädel noch drin fürs Pfeifer zum Entlüften dann. Wichtig ist beim Anzapfen, dass wir erst einmal hier quer stehen, weil sonst geht das ganze Bier natürlich am Anfang schon verloren. Jawohl, und schon geht es ans Anzapfen. Wir haben schon alles parat. Was man natürlich zum Anzapfen braucht, das ist ein wenig Kraft. Und deswegen habe ich mir da jetzt die Christa eingeladen. Die hat eine Kraft und die kommt jetzt und zapft bei mir das Fassl. Bitteschön. Gut ist natürlich immer, wenn einer da hinstehen kann und kann das ein bisschen dagegen heben. Und dann kann es losgehen. Dreimal anzapft ist. Jetzt haben wir ihn drin. Jetzt lassen wir zuerst gleich noch ein bisschen Bier runter. Druck kann man drauf. Und sobald der Bierstrom auslässt, müssen wir oben unser Pfeifer reinhauen. So, jetzt hat der Bierdruck nachgelassen. Jetzt müssen wir das Pfeifer reinhauen. Sonst hätten wir da ein Vakuum. Der darf natürlich nicht sein. Und zum Entlüften haben wir da jetzt das Pfeifer rein. Dann kommt die Christa wieder. Jawohl, da braucht es ein wenig Kraft. Und jetzt kannst du da hingehen. Jetzt können wir ausschingen. Also, souverän war das von der Christa. Wunderbar hat es angezapft und auf das stehst du noch. Prost! So, irgendwann ist passiert. Unser Fassel ist leer geworden. So schaut das jetzt aus. Und wenn es leer ist, muss man auch noch mal ein bisschen was beachten dazu. Und zwar zu unserem Zapfzeig. Den Schlegel, den brauchen wir wieder zurück. Den müsst ihr wieder zurückgeben. Mit dem Fass natürlich. Das Zapfzeig selber ist aber ein Weg. Die tun wir raus, das Pfeifel tun wir raus. Genauso den Wechsel, da haben wir ein bisschen drauf von beiden Seiten. Dann bringen wir ihn raus. Ja, und da müsst ihr noch zum Gebinde selber ein bisschen was beachten. Ja, das Gebinde ist aus Eichenholz, ein ganz sensibles Produkt. Da ist es einfach wichtig, wenn es leer ist, erstens bringt es so schnell wie möglich wieder zurück und zweitens, wenn es lagert, dann bitte nicht in der Sonne, sondern im Kellerraum und vielleicht noch ein bisschen mit Wasser benetzen das Ganze, das wäre dann perfekt. Und ja, wenn das gegeben ist, dann können wir euch auch in Zukunft hier im Seiler Keller beste Holzfassqualität anbieten und dann ist das natürlich für alle Seiten ein Gewinn. Was gibt es eigentlich Schönes als wie ein frisches Holzfasselbier? Grüßt euch. Grüßt euch. Wir lassen uns schmecken. Servus. Prost. Und bis zum nächsten Mal. Geht euch. Prost. Prost.